Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Hey, Joe. Hallo. Weißt du schon von Marianne? Was war los? Sie haben sie geholt, mitten in der Nacht. Nicht mehr viele Kugeln. Sie hat obduziert. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Hilfst du mir hoch? Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Muss ich leider. Alles ist fertig. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Oh, 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 Moment, Mann. Ja, ja. Gott verdammt, das ist Warren. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Fireflies. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite.
Sie hat die Leute gemacht. Ja, auf jeden Fall bezahlt. Hat er schon gesagt. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Hier drüben. Hey, Tess! Komm! Er wurde zerfetzt. Ja. Vielleicht ist er frisch. Ist er schon. Noch einer. Mist. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße! Oh, das war heftig. Na bitte. Wird das noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt? Das wird schon. Klettert hoch! Eklig. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Okay. Marlene, glaubt du? Bleib da bei mir.
Ich werde außen rum gehen. Wir sind hier. Tess! Renn! Renn! Scheiße! Tess! Tess, oh Mist. Ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang, hier geht's aufs Dach. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Sieh mal an. Aber, ich bin hier. Ja, verliebt. Ellie? Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wohin muss. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Wow, sieh mal da. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war verrückt im Spiel. Der wurde die Frau namens Edelmeister. Es schlägt einen Loch hinauf und trägt einen Kopf. Ich hab den Kopf. Ich will Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter.
Die Fireflies waren ja überall. Ja, überall. Sie wollten das Land wieder so hinkriegen, wie es war. Naja, mit einem Impfstoff geht es vielleicht. Vielleicht. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Ja. Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlaf getroffen hat. Keine Sorge. Es wird schon. Mann, der hat ja voll den Stock im Arsch. Geh. Geh ihm einfach aus dem Weg. Weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Jetzt alles fertig. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Bist du dem Boden rüber? Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Dann mal los. Wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber...
Okay, wir sind sicher. Nein, alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Hey, hast du kurz Zeit? Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Bereit? Will, ich hab das gefunden und denke, du solltest es haben. So fühlst du dich. Schön, leck mich doch, Frank. So ein Idiot. Können wir gehen? Verdammte Hunter. Es hat uns Mann, wir die Stadt haben. Ich muss dich nicht rein sein. Wir leben. Also, los, finden wir. Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und bringst du viele Unschuldige um? Versteh es, wie du willst. Nicht so laut. Okay. Ich höre. Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich... Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt... Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Gibt uns Lebensmittel. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd.
Okay, Zeit für etwas Lustiges. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen, haben Sie auch mal geritten? Toll. Verstehe. Okay. Sie haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran, glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Das Mädchen ist so dürr. Ich dachte, früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Insgesamt 5 von 4 Leuten können nicht rechnen. 5 von 4 Leuten. Ich habe mich nächtelang gefragt, wo die Sonne hin ist. Dann. Okay. Cool. Ich bin ständig. Ich vermisse Kaffee. Und jetzt doch.
Okay, Zeit für etwas Lustiges. Wie heißt der Teufel mit Vornamen? Na, pfui! Schrecklich. Sie haben es sich leicht gemacht, hä? Kann man nicht sagen. Dann mal los. Bleib da, okay? Klar, Joel. Ich bin nirgendwo hin. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Ich hasse das. Unglaublich. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Es ist egal, was du glaubst. Die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Oh, krass. Harte Strafe. Scheiße, die unterscheiden sich nicht großartig vom Militär in Boston. Eher nicht. Idee. Hilf mir mal damit. Hier.
dann mal los. Das war ein Kompliment. Okay. Okay. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn Sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Militärvorbereitungsschule. Ja. Ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl Stadthaus. Los. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Tut mir echt leid wegen vorhin. Mach nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Ich komme aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll's ja total übel sein. Ja, das Militär ist da. Wir müssen weg. Dann sieht's jetzt vermutlich wie hier aus. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Na bitte. Cool. Das würde Ellie gefallen. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich hatte einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Er war ihn umgelegt. Er braucht ihn nicht mehr. Komm mal rein. Komm hier. So, wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von... Das war's. Okay. Hey, hörst du? Quicker! Ja, ich höre es, aber ich sehe nicht. Moment. Da drüben, da! Achtung! Ellie!
du das gesehen? Nicht schlecht. Wow. Was? Wir waren noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool. Hola. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Hier lang! Da vorne scheint ein Weg zu sein! Gleich hier! Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ich seh mich mal um. Ich bin noch ganz.
los, Ellie. Na also, sehr schlau. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Akustik. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Das an. Das war eben ziemlich heftig, ha? Huh? Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh ja. Ich. Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich den Feuerkreis bringt. Ihr scheint das gut zu verstehen. Tja, und jetzt. Jetzt kommandiere ich ihn rum. Ich weiß, der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Barbecues. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Schieße sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern, die in der Lage sind.
Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Fireflies waren hier. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Nicht fertig. Witzebuchzeit. Was ist das? Hab nur Geduld. Willst du einen Witz über ein Schwein hören? Schon gut, ist zu versaut. Verstehe ich nicht. Okay, ich habe auch einen Witz. Lass hören. Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Keine Ahnung, was? Das ist ein Sattelschlepper. Was haben wir denn? Okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hilf mir da hoch. Pass auf. Und was gefunden? Und bitte. Dankeschön. Hey, Sam. Vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Es kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Gehen wir. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics.
letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn. Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Ernsthaft? Du lässt mich hier so stehen? Okay, hab schon verstanden. Das ist ein High Five. Das dauert 5 Sekunden. Das ist zu klein für ein Grab. Ich hab vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Ich bin viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Du bist neu hier. Ja, Joel, ich bin Tommy. Bruder. Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Aber er ist wie ein Freund. Ja, braver Hund. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um 1 Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Was haben wir denn? Nach links. Vorsicht. Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Ellie?
Sally? Ich bin hier. Oh, Herrgott. Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Los, rutsch. In dir. Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof und da sollten wir den Campus überblicken können. Ich bleib bei Carlos. Ich hasse den Namen. Okay, hier ist es gut. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. Gut, mal. Und, wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Ein Riesenwidder. Das hat ja schon fast was von Religion. Wenn es um Sport ging? Na klar. Oh, es wird kälter. Es wird langsam Herbst. Bin gleich wieder da. Ich warte. Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Saft. Bin gleich wieder da. Ich warte. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Komm.
Fireflies. Ich seh's. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Komm! Okay, jetzt zum Tor. Pass gut auf. Du auch. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Komm! Finden wir auch mal lebende Fireflies? Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Dann mal los. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind.
dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Vielleicht auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weiter suchen, wir werden was finden. Wer verdient das dann? Hey, langsam! Ach, Mist! Oh nein! Na gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß, suchen wir weiter. Sind es Fireflies? Deckung! Für Typen. Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Wenn Sie die Fireflies suchen. Wo bist du? Ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Super. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Mann, sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Super! Was macht Ellis Zeug hier?
Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja, klar, das klingt toll. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Vielleicht geht es hier durch. Wir hatten ja keine Ahnung. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ist alles okay? Ja, na klar. Schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Hier ist noch einer. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Was haben wir denn? Hey Joel, ich hab was für dich. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm.
Bier. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Da ist der Comic, den sie immer liest. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Na bitte. Scheiße. Da. April. Außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Es ist 17.30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch, eher ein Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Zeit. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Muss ich hin. Vielleicht hat er was bei sich.
Spuren. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Git. Oh Mann. Jetzt schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Nicht. Wo ist der? Schlüssel. Schlüssel. Apotheke. Los geht's. Himmel. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei beim Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Komm schon. Wir kommen gut voran. Richtig. Oh nein, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, haha. Oh, tut mir leid. Mag ich dich wieder. Warte es doch einfach ab. Sparst du noch für diesen Urlaub? Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat... wurde ich gefasst. Was hat er gemacht? 2 Wochen lang putzen. Die Klos. Ach, Ali. Ich sag dir, gib es auf. Kriegen wir nicht wieder. Ich hole mir die wieder. Ach. Ich kann nicht glauben, dass du nicht weg bist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Logo. Vorsicht, das ist kein Bier. Oh mein Gott. Bier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Ach, das Zeug. Na komm. Und was ist mit Winston? Wahrscheinlich haben... Mann, schau dir mal das ganze Zeug an. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Wow. Grabstein, Grabstein, Grabstein. Ein echter Friedhof hier. Warum sind da so viele Gräber?
Abgasmasken sind sogar noch cooler. Was? Ich stehe voll auf Vampire. Ich bin Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Wahre Horrorgeschichten. Berichte über echte Monster und Geister. Die roten Schuhe! Was hast du mit ihnen gemacht? Oh, ein Dreifach-Phönix. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen. Wahrheitsschädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Ist ja alles klar. Lass mich mal sehen. Wird Ellie jemals so witzig sein wie ich? Oh, bitte. Ich bin ungefähr 10-mal witziger als du. Er sagt, nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich. Skelettseher sagt das. Gut, Skelettseher kann ich mal. Gut, Ellie. Eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Ja, so wird es gemacht. Nummer 2. Ja. Oh ja. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ja! Ach, Kacke. Bam! Die letzte... hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Okay. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ja. Komm mal mit. Ellie, hier lang.
komme ich darauf? Hast du Lust? Okay, bist du bereit? Bereit. Was bestellt dein Hund im Restaurant? Bacon. Okay. Das reicht. Ich stecke es jetzt weg. Bis zum nächsten. Beginnt in 10 Minuten. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Wow. Oh, das gibt's doch gar nicht. Hab's doch gesagt. Das Spiel ist bescheuert. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Und wie? Runde 1. Kampf. Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du versetzt ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihn 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du reißt die Ellenbogen hoch, gerade als eine Combo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, kontere mit einem Himmelsheber. Unten, oben und tritt. Der hat dich gleich. Schlag ihn weg. Drücke oben, Block und tritt für einen Klingenangriff. Ablocken. Geschafft. Unten, vorwärts und jetzt ein Special. Ja, mach ihn fertig. Perfekt. Deine Zeit hier ist um. Mach ihn platt. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder. Du hast Firefly. Hast du schon Angst? Ellie!
geht das? Ja, so geht das. Ach, Kacke. Oh, Mist. Oh, Mist, was habe ich getan? Ich wurde gebissen und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mich tötet. Auch wenn ich gar nicht infiziert war. Ich verblute und ich kann sie nicht wieder zunehmen. Nicht mit einem Arm. Ich kriege keinen Knoten hin. Oh!